Weiter geht es hier bei Hansa Rostock. Der Saisonstart war, ja, wie soll man sagen, ging so. Wiesbaden haben wir geschlagen, das war gut. Dann gegen Uerdingen, gegen die ich ja gefühlt nie einen Stich sehe, leider verloren. Die Niederlage im Pokal können wir nicht so bewerten, da war sowieso kein Sieg zu erwarten. Wobei da auch die Deutlichkeit schon irgendwie, enttäuschend zumindest war. Jetzt Mund abputzen gegen Magdeburg, den Dreier holen. Wir müssen in diesem Part mindestens 2 Spiele gewinnen. Dann ist der Saisonstart doch einigermaßen geglückt. Der Sadie, das stört mich so ein bisschen. Hier, der Mann ist Spanier und macht direkt hier schlechte Laune, weil er nicht auf Anhieb Deutsch lernt. Ich meine, es geht hier nicht darum, dass wir Faust rezitieren oder analysieren oder dass wir hier sämtliche irregulären Verben im Konjunktiv 1 beherrschen müssen. Der Mann soll so viel Deutsch lernen, dass er hier Fußball spielen kann. Und dass er da jetzt so schnell schlechte Laune verbreitet, was sich auch auf seine Leistung hier auch im Training auswirkt, das finde ich unprofessionell und da würde ich gerne Besserung sehen. So, schick dem Mann mal eine Tüte Deutsch. So, wir spielen jetzt gegen Magdeburg. Swanberg geht ins Tor zurück. Der Taylor, der war katastrophal im Pokal. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Des Weiteren sehe ich aber noch nicht so viele Veranlassungen zum Wechseln. Wir sollten aber die Bank vielleicht mal ein bisschen anders bestücken. Wobei wir da auch nicht so die Alternativen haben. Den Neuwirth setze ich mal auf die Bank für Walker Texas Ranger hier. Ansonsten erstmal noch keine Änderung. Und wir spielen vielleicht auch doch nicht offensiv, wir spielen lieber normal. So. Das ist jetzt meine Änderung. Hier sind auch nur noch 14.350 Zuschauer. Aber naja, knapp 1.000 Gästefans. In Magdeburg war ich ja auch mal Trainer, vor knapp 10 Jahren war das, glaube ich. Angela Merkel, die tippt schon wieder auf uns. Ostdeutschland hält zusammen, 2:1 tippt sie auf uns. Und hier müssen 3 Punkte her. So, los geht's. Einwurf durch Kuka. Auf Schuler, der Pass zurück zu Kuka. Schöne Flanke, Langenberg hat das genau durchschaut. Jetzt nicht hier direkt unter Druck geraten, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Direkter Freistoß jetzt für die Gäste, 26 Meter Entfernung, Glaser schießt. Ein Schuss wie an der Schnur gezogen. Swanberg hebt die Hand, der Ball streicht über den Winkel. Und 1-0 für die Gäste. Bullshit, Almiron mit dem 1-0. Aber direkter Ausgleich, Jibril Clemens. Erstes Saisontor, gelbe Karte für Luis Klump. Gut, dass wir sofort zurückgekommen sind. Wir drehen das Spiel. Holmes hier, erstes Saisontor. Das hat nicht lange gedauert. 3 Tore hier in den ersten 22 Minuten. Und nochmal ein Eckball für uns von rechts. Holmes, der Torschütze zum 2:1. Er dreht den Ball so, dass der Name des Herstellers genau Richtung Kamera liegt. Schlägt den Ball mit Gefühl nach innen. Da ist Pjanic und kann per Kopf klären. Und ja, turbulente Anfangsphase hier. Es gab 4 Torchancen und 3 Tore. Wir haben das Spiel schnell gedreht. Wir führen jetzt. Alle spielen hier, obwohl der Clemens, der spielt gut, der bekommt ein Lob. Und ich sag, macht so weiter. Ja, das geht doch. Genauso weitermachen. Da wurde ich schon etwas nervös nach dem 0-1, aber die Spieler haben mir die Nervosität schnell genommen. Aber auch hier ist das Spiel natürlich noch lange nicht entschieden. Jetzt hier der Zweikampfgewinn von Chibota. Und Stunde gespielt. Ich bringe dann einfach mal, wir bräuchten vielleicht doch hier Alternativen für die Flügel. Der Sadie, vielleicht kann er sich hier im rechten Mittelfeld mal ein bisschen austoben. Der kommt einfach mal für Bill Döy. Kann ja zumindest Zeichensprache. So, Eckball, Glaser. Auf den kurzen Pfosten, Kopfballduell Asaleh mit Diouf. Und Diouf lässt nichts anbrennen, köpft den Ball aus. Man kann ja sogar auch Englisch miteinander reden, oder? Manch einer kann leider ein bisschen Spanisch. Also man sollte sich hier ein bisschen Mühe geben auch. Chibota verlängert den Ball mit dem Kopf, aber zu weit. Meistens, man kann ja den Fußball für sich sprechen lassen. So, das sollten wir jetzt auch tun, weil das ist hier noch eine knappe Kiste. Für Schala kommt da mal Frimpong, der sich auch schon ein bisschen hängen lässt. So, Viertelstunde noch. Dann kommt einfach mal Tatarotti für Schlegel, der dritte Wechsel. Kriegen wir das hier über die Zeit. Können wir nochmal nachlegen vielleicht. Frimpong, da ist er, schaut und passt direkt in den Strafraum. Tatarotti, da ist er, wird nicht angegriffen, die neuen Leute, er versucht es mit dem Schuss und der Schuss ist drin und das ist die Entscheidung, das ist der Heimsieg 3-1, der Joker sticht, der andere Joker mit der Vorlage. Oh nein, es wird doch nochmal spannend, Almiron mit dem Anschlusstreffer, Leute, aber wir gewinnen trotzdem. Boah, das war dann doch nochmal brisant, die Anfangs- und die Schlussphasen waren besonders mit Ton gespickt, es gab 8 Torchancen im Spiel, davon waren 5 drin. Wir haben aber gewonnen, das ist die Hauptsache, 3 Punkte hier geholt am dritten Spieltag.
stehen wir auch erstmal nicht ganz so krass unter Zugzwang im nächsten Spiel. Natürlich sollten wir das nächste Spiel auch gewinnen. So, wir haben 338.000 Euro eingenommen, 75.000 Euro Prämie bezahlt. Almiron mit dem Doppelpack, der beste Torschütze und der beste Spieler. Hat aber den Magdeburger nicht geholfen. Spiel bekommt die Note 3 ordentlich. Da hätte man eigentlich auch fast schon noch eine bessere Note geben können. So, wir klettern von 8 auf 6. Haben jetzt 6 Punkte nach 3 Spielen. Ja, das ist der Punktedurchschnitt, den ich gern hätte. Aber den müssen wir vielleicht noch optimieren. Es gibt nämlich oben 4 Mannschaften, die bisher perfekt unterwegs waren. Nürnberg verliert 0-3 gegen Wolfsburg. Die sind nämlich perfekt, die Wölfe. Die stehen ganz oben. Mainz, die stärkste Mannschaft der Liga auf dem Papier, gewinnt 2-0 gegen Bochum. Ich habe es gesagt, Bochum wird in den nächsten 5 Jahren nicht absteigen. Viktoria verliert 0-4 gegen Sandhausen. Rheden verliert 1-2 gegen Stuttgart. Wir gewinnen 3-2 gegen Magdeburg. Uerdingen gewinnt 1-0 gegen Cottbus. Wiesbaden spielt 1-1 gegen Heidenheim. Burghausen gewinnt 4-3 gegen Darmstadt. Und Bayreuth verliert 0-1 gegen Halle. Die Teams mit der perfekten Ausbeute sind Wolfsburg, Sandhausen, Uerdingen und Mainz. Dann haben wir 2 Teams, die noch gar keinen Punkt haben. Das sind Rheden und Nürnberg. In der Torjägerliste haben wir diverse Leute von uns mit jeweils einem Tor. In der Scorerliste Clemens mit 2 Punkten auf Platz 19 in der 11 des Tages. Niemand von uns, aber einer der Gäste. Wir hatten das bestbesuchte Stadion, das ist auch viel wert. Klump wird umworben, aber eigentlich können wir uns das nicht leisten, ihn gehen zu lassen. Wir spielen jetzt gegen Heidenheim. Die stehen in der Nähe, die stehen auf Platz 9. Die haben 4 Punkte geholt. So, das Präsidium lacht. Das ist schön. Wir haben in der letzten Woche dann auch finanziell doch 107.000 Euro verloren. Hier ist ein großes Talent von Werder Bremen. Der Lackau, der kommt erstmal direkt zu uns rüber. Das ist doch auch was. Die Fans wollen betreut werden. Es gibt 500 Freikarten. So, wir müssen mal drauf achten. Die Werte sind in Ordnung soweit. Einzeltraining gibt es mal für Mertens. Wir müssen die Anti-Abseits-Falle noch mal ein bisschen optimieren. Deswegen üben wir das jetzt hier zweimal. Die miesen Tricks, da müssen wir auch mal wieder ein bisschen dran arbeiten. Reklamieren. Schwalben. Ein Seminar mit Möller. Freistöße machen wir auch mal einmal. Bisschen leichte Kondition. Ein Trainingsspiel Freitagmittag. Bisschen Torwarttraining. Einwürfe müssen wir auch mal üben. Das machen wir hier zweimal am Morgen. Und dann gibt es abends das Standardprogramm. Ab und zu auch mal mit Sandra noch, dass sie ein bisschen kürzer tritt. Da sehen wir ja, außer beim Shopping, da gibt es ja natürlich nach wie vor alles. Ja, wir haben jetzt einige Leute auch mit Gesprächsbedarf. Wir werden mit Klump verhandeln. Ich denke aber nicht, dass wir uns da trennen sollten. Wir sind ja sowieso schon ein bisschen dünn aufgestellt, was die Flügel angeht. Sollte man da nochmal wen verpflichten? Das war mir noch gar nicht so bewusst in der Form. Gucken wir mal. So, Sadie, den sprechen wir auch mal. Könnten uns Verletzungen ja schon Schaden zufügen. Ja, ich das gar nicht so auf dem Schirm mit dem linken und rechten Mittelfeld. So, was machen wir noch? Wir gehen einfach da mal in die Woche rein. So, Kuka kriegt mal persönliches Gespräch. Zwanberg, bist der beste Mann. Sadie, kriegt auch mal ein persönliches Gespräch. Auf Deutsch. So, Bildoy, bist der beste Mann. Champions League. Gladbach spielt 0-0 gegen Motherwell. Bayern gewinnt 1-0 bei Young Boys Bern. Bayern damit mit 4 Punkten auf Platz 2. Augsburg verliert 2-1 gegen Basaksehir. Augsburg auf Platz 2. Gladbach mit dem besagten Ergebnis auch auf Platz 2. Das sieht doch jeweils gut aus. Euroleague, da haben wir jetzt auch einige deutsche Clubs. Zumindest 3 sollten es doch wohl sein an der Zahl, oder? Dann haben wir nur 6 deutsche Clubs international. Das war mal deutlich mehr vor einigen Jahren. Würzburg gegen Górnik Zabrze. Deutsch-polnisches Duell. Dynamo Dresden. Hajduk-Split. Da werde ich auch ein bisschen neidisch, dass die Dresdner jetzt international dabei sind. Hier sind noch ein paar meiner Jungs mit Sicherheit, die sich da jetzt auf das Duell gegen Hajduk Split freuen. Und der HSV gegen FC Lugano. 3 deutsche Clubs, ja. Dresden ist wegen, weil sie im Pokalfinale standen, oder? Oder hatten sie sich international generell
qualifiziert. Ich habe den Überblick so ein bisschen verloren. Man guckt hier den ganzen Tag Fußball. Wird das ein bisschen unübersichtlich. So, Halabi von Barcelona verpflichtet. Racing Straßburg. Die sind an Klump dran. Der ist 34, aber warum sollte ich ihn abgeben? Der Herr Daniel Jean Dupeu bietet 1,75 Millionen. Er würde sofort gehen. Das ist mehr, als er wert ist. Allerdings müssten wir dann ja auch einen Ersatz verpflichten. Das ist jetzt eine Frage des Preises. Ab 2,5 Millionen würde ich vielleicht schon schwach. Aber nein. Das wird nichts. Der Mann kriegt eine Gehaltserhöhung, aber wie gesagt, wir wollen jetzt ja auch eigentlich nicht direkt wieder eine Baustelle aufmachen. Der Mann ist zufriedengestellt. Wir sehen ja, der Mann ist wichtig. Mertens ist auch wichtig. Wir spielen jetzt in Heidenheim. Das ist ein Duell auf Augenhöhe. Motivation passt noch bei einigen, wobei auf der Bank lässt es schon zu wünschen übrig. Aber es ist ein Duell auf Augenhöhe, da kann man auf jeden Fall punkten. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Die Mannschaft scheint gewillt, ihr Bestes zu geben. 7500 Zuschauer, über 1300 Gästefans, der 9. gegen den 6. Udo Lindenberg tippt 2:3 für uns. So, wenn wir jetzt hier gewinnen, dann haben wir den besagten Punkteschnitt schon in diesem Part beisammen. Schula gegen Beresch, aber nicht wieder wie gegen Uerdingen. Den guten Eindruck des letzten Spiels direkt verpuffen lassen. Clemens schießt knapp vorbei. Schlegel, wir sind hier aktiv in der Anfangsphase. Schlegel gegen Antwi Ajay, der gewinnt den Zweikampf. Und wir gehen in Führung. Omar Holmes, zweites Saisontor, 1:0. Aber direkt ein Eckball für die Gastgeber. Haber auf den kurzen Pfosten, direkt ans Außennetz. Einmal nachlegen, bitte gelbe Karte für Diouf. Eckball von links für uns. Klump mit neuem Vertrag, neuem Gehalt. Auf Schlegel, der zieht ab, knapp vorbei. Scharf geschossen. Holmes gegen El Kadim im Zweikampf. Kann sich mit viel Dusel durchsetzen, gehört auch dazu. Ist nicht in der Lage, den Ball vernünftig zu stoppen. Und wir führen 1:0 zur Halbzeit. Wir haben keine gegnerische Torchance zugelassen. So läuft es doch wunderbar. Ich glaube, das war eine gute Idee, jetzt doch nicht mehr offensiv zu spielen. Das hatte ich ja eigentlich sowieso eigentlich gar nicht geplant. Und eigentlich auch. Swanbeck bekommt ein Lob. Ich sag, macht weiter so. Die Jungs, in den ersten Minuten seid bitte besonders vorsichtig. Dann ganz normal weiterspielen. Offensive Heidenheimer jetzt. Fieler in den Strafraum. Kein Abseits, aber Lehnrichter die Fahne. Ja. Fehlentscheidung zu unseren Gunsten. Elfmeter für uns. Doppeltes Pech hier, oder? Weinheim, Bildoy, dritt, drei Schritte Anlauf, hoher Schuss aufs linke Ecke und der nagelt ihn rein. Keine Chance für Rohrig. 1:0, erstes Saisontor meine ich, 2:0. Und es sieht doch wunderbar hier aus. Ich bringe Frimpong für Schala. Und noch 20 Minuten zu spielen für Schlegel. Kommt Tatarotti, gucken, ob er nochmal als Joker stechen kann. Antwi Ajay, das Spiel ist noch nicht vorbei, Viertelstunde noch. Aber die Gastgeber haben noch keinen aufs Tor geschossen, so wirklich. Finsen gegen Kuka, leitet den Ball nach rechts weiter. Können wir auch mal zu Null gewinnen hier. Konink. Ein Abseits, Antwi Ajay flankt aus vollem Lauf. An Freund und Feind vorbei. Maximovic, aber da wieder so ein Angriff, der kein Ende nimmt hier und dann meistens ja auch zu nichts führt. Abstoß. So, letzter Wechsel. Ich bringe nochmal Neuwirth für Kuka. Und das ist nochmal El Karim kurz vor Schluss gegen die Bildoy. Vieler gegen Bildoy, aber Bildoy gewinnt den Zweikampf. Wir sind hier defensiv abgezockt und gewinnen. Ah, noch ist das Spiel nicht vorbei. Jetzt direkter Freistoß, 27 Meter Entfernung. Ich denke, auch das dürfte ein Dreier hier werden. Clemens flach in die Ecke, Rohrig traucht nach unten, kommt noch mit den Fingern dran. Und er ist drin. Da haben wir den Freistoß auch noch reingehauen. Zweites Saisontor Clemens und das ist auch ein souveräner, perfekter 3:0-Sieg hier. Zu 0 gewonnen, einen Elfmeter verwandelten Freistoß reingehauen, drei verschiedene Torschützen, 91.000 Euro Prämie bezahlt. Holmes, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 4. Naja, wir stehen jetzt auf dem Aufstiegsplatz, da wo wir hinwollen, Platz 3. Perfekt, nicht perfekt, aber es sieht auch schon mal sehr gut aus. Jetzt haben wir die 6 Punkte in diesem Part schon beisammen und haben noch ein Spiel am 5. Spieltag. Da wollen wir aber natürlich auch nachlegen. Darmstadt mit 2:2 gegen Viktoria, Stuttgart gewinnt 4:1 gegen Nürnberg, Cottbus spielt 1:1 gegen Wiesbaden, Heidenheim verliert 0:3 gegen uns, Halle verliert 1:2 gegen Mainz, Bochum, ja, ich sag's doch, die gönnt's noch, die gewinnt 2:1 gegen Uerdingen.
Wolfsburg verliert 0-3 gegen Burghausen. Bayreuth gewinnt 4-2 in Magdeburg. Und Sandhausen gewinnt 4-2 daheim gegen Rheden. Nur zwei Clubs haben mehr Punkte als wir. Das sind Sandhausen und Mainz. Stehen vor uns. Punktgleich sind einige, nämlich Wolfsburg, Oehling, Burghausen, Darmstadt. Immer noch Rheden und Nürnberg ohne jegliche Punkte. Holmes und Clemens in der Torjäger-Top 10. Clemens auf Platz 14 der Scorerliste. In der 11 des Tages Swanberg, Mertens, Clemens und Holmes. So, und dann geht es jetzt nicht an den Verhandlungstisch. Nochmal ein Ostduell. Wir spielen gegen Cottbus. Die haben bisher noch kein Spiel gewonnen. Die haben erst 2 Punkte. Aber wir sollten sie auch ernst nehmen. So, gegen Stuttgart gibt es auch 500 Tickets zur Verfügung. Präsidium ist doch happy. Ist doch mal hier wunderbar. In Ruhe arbeiten können. Ist doch einfach mal klasse. 135.000 Euro haben wir in der letzten Woche verloren. Hier gute Moral bei der Startformation. Mit den Leuten auf der Bank sollte man aber auch das Gespräch suchen. Wir sind in der luxuriösen Lage, keinen Verletzten zu haben. Und ja, gegen Cottbus dürften wir natürlich auch der Favorit sein. Da sollten wir sowieso wahrscheinlich in den meisten Spielen sein. Ins Einzeltraining geht einfach mal Tata Rotti. Wir sind hier gut oder perfekt in fast allen Belangen. Das Pressing könnte mal ein bisschen steigern werden. Ach, ich sollte auch mal auf Sondertraining noch achten, ob da irgendwer einsteigen sollte. Das habe ich jetzt zuletzt vergessen, aber da bietet sich sowieso niemand an. Die Kondition ist gut genug. Das übliche Abendprogramm. Das war immer ganz nett am Abend, da kann man auch noch ein bisschen beisammen bleiben. So, Freitag, Mittag, Trainingsspiel. Dann machen wir Montagmorgen mal ein bisschen leichte Kondition. Das Pressing sollte nochmal perfektioniert werden. Das ist ein bisschen schwächer geworden. Auch die Abseitsfalle sollte nochmal geübt werden, damit sie auch gut bleibt. Miese Tricks, da müssten wir nochmal ein bisschen nachdenken. Absichtliches Handspiel üben wir einfach mal. Dass die Standards gut sind, haben wir ja gesehen. Also auch inklusive der Elfmeter. Ist ja im Prinzip auch ein Standard, oder zählt das nicht dazu? So, wir üben auch mal ein bisschen Sprints, Kopfball und Zweikampf. Die Leute. Luis Baumann baut gerade ein Haus. Er hilft selbstkräftig mit. Er verliert 5 frische Punkte. Aber gut, selbst ist der Mann. Und mal ein persönliches Gespräch auf Deutsch mit Sadie. Und noch ein Dreier gegen Cottbus und das wäre doch perfekt. Auch mit Frimpong wollen wir mal ein bisschen reden. Schiri Pascal Wagu hat bei Sportwetten eine Menge Geld verloren, ist angeblich auf der Suche nach potenten Geldgebern. Potent bin ich, aber ich habe kein Geld für sie übrig. Finanziell, wir müssen jetzt eigentlich auch schon wieder hier ein neues Eigenheim uns anschaffen. Mich auch von den Geschäften mit den Schiedsrichtern fernhalten. Jetzt haben wir nämlich das Problem, Taylor hat Muskelprobleme. Dafür hätte ich ja eigentlich gern einen dritten Keeper, aber ich wollte ja sowieso eigentlich noch wen verpflichten. Ihr spezielles Trainingsprogramm, Zurückpassregel hat Blend eingeschlagen. Alle Abwehrspieler haben mehr Sicherheit und einen Motivationspunkt gewonnen. Wenn wir jetzt nämlich keinen Keeper auf der Bank haben, dann ist das nochmal die Gedächtnisstütze. Obwohl, der Taylor ist wieder fit. Ein bisschen angeschlagen. Aber dennoch sollte ich vielleicht dran denken, zumindest irgendein Talent für die Torhüterposition günstig zu erwerben, verpflichten. Wir spielen jetzt gegen Cottbus, die haben wie gesagt noch kein Spiel gewonnen. Stadion ist ja 15.000 Zuschauer, könnte besser sein. Die Cottbus haben aber auch kaum Leute mitgebracht. Mehmet Scholl tippt 1-3 auf Cottbus. Jetzt noch ein Dreier, dann wäre es doch ideal und direkter Freistoß. Das können wir doch so gut, vor allem unser Freund Clemens. 18 Meter flach in die Ecke, Kone taucht da unten, kommt noch mit den Fingern dran. Und der nagelt hier den nächsten Freistoß rein. Unglaublich. Es wird unglaublich geschossen hier von der aus Freistoßposition. Clemens trifft. Drittes Saisontor bereits. Und wir führen schon wieder Eckball. Jetzt Holmes auf den langen Pfosten. Kone lenkt den Ball über das Tor. Eckbälle können wir natürlich auch gut. Eckball von links für uns. Klump. Viel zu dicht vors Tor gezogen. Aber Kone. Ja, Kone packt sich ja zu. So, einmal nachlegen. Die Defensivarbeit stimmte natürlich auch in den letzten. Im letzten Spiel. Gegen Heidenheim. Kucker auf Schala, der hebt den Ball mit der Hacke aus vollem Lauf über Mühling. Das geht allerdings total schief.
Hätte gut ausgesehen, aber funktioniert nicht so ganz. Gelbe Karte für Clemens nach fairem Tackling. Auch hier keine Torchance für den Gegner. Aber auch nur ein Tor in Front. Es gibt ein Lob für Mertens. Ich bin hier wirklich zufrieden. Spielt genauso weiter und immer cool bleiben. Ja, aber es ist noch... Und es gibt schon wieder Elfmeter. Wir provozieren auch viele Elfmeter. Bildoy, gucken, ob er ihn wieder reinnagelt. Hoher Schuss aufs linke Eck. Kone hat die Ecke gehabt, aber der Ball verfehlt das Tor um einen Elfmeter. Elfmeter verschossen. Aber gut, das kann mal vorkommen. Ärgerlich. Ja, der Mann hat so einen harten Schuss. Wenn er mal sich ein bisschen verschätzt, dann nagelt er ihn halt mit voller Wucht am Tor vorbei. Clemens jetzt gegen Ojo. Schula, dann macht's aus dem Spiel. 20 Meter vor dem Tor, unbedrängt in Schussposition, zieht ab, kann sich die Ecke aussuchen, tritt in den Boden, der Ball, nein, bleibt verletzt hängen, Jambor kann klären. Hakan Schula, was hat er? Oh, ich glaube, der Fuß ist durch. Er meint, der Fuß wäre durch. Tatarotti kommt für ihn rein. Er wird wahrscheinlich, wenn das stimmt, lange ausfallen. Fülop legt den Ball flach an die Strafraumlinie zurück. Mäkilä, viele Umlaute hier bei den Cottbusern. Gegen Bildöy, auch mit Ö. So, 66. Minute. Bildöy spielt schlecht, für ihn kommt dann einfach mal Sadie ins rechte Mittelfeld. Söderström, es geht weiter mit Ös. Auf Adetula, nicht Adetüle. So, Jambor gegen Schlegel, noch knapp 25 Minuten zu spielen. Der Schiedsrichter pfeift. Macht den Kontakt hier. Eckball jetzt von links. Einmal nachlegen. Das ist mir zu knapp. Klump auf den langen Pfosten. Kone fängt den Ball ab. Die Rostocker. Das sind wir. Die Cottbusser, meine ich. Die haben noch keine Torchance gehabt. Da traut ihm und Schlegel im Kopfballduell. Jambor kann sich gegen zwei Mann durchsetzen. Ich bringe dann nochmal Neuwirth für Kuka. Damit haben wir dreimal gewechselt. Bringt das hier über die Zeit, Leute. Hallo. Hallo. Neuwirth kommt völlig frei zum Schuss. Souverän pariert von Kone. Der Kone hat alle Hände voll zu tun. Wir gewinnen trotzdem. Wir haben mal wieder keine gegnerische Torchance zugelassen. Wir haben in diesem Part alle Spiele gewonnen. Perfekt. Allerdings, die gute Laune wird ein bisschen getrübt durch den Mittelfußbruch, den der Hakan Schüler tatsächlich erlitten hat. Der ist damit wahrscheinlich mehrere Monate nicht mehr dabei. Aber gut, wir haben Leute auf der Bank, die auch gierig sind, die auch Leistung zeigen wollen. Dann ist das für die natürlich die Chance aufzurücken und komplett verletzungsfrei. Ist klar, dass man nicht durch die Saison kommen kann. Gute Besserung an ihn. 353.000 Euro eingenommen, 86.000 Euro Prämie gezahlt. Schiedsrichter Sata war der beste Mann. Clemens, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 5 schwach. Wir bleiben auf Platz 3, haben aber in diesem Part perfekt gepunktet. Wiesbaden mit einem 0-0 gegen Bochum. Bayreuth mit einem 1-1 gegen Sandhausen. Mainz mit einem 1-1 gegen Darmstadt. Wir gewinnen 1-0 gegen Cottbus. Haben auch erst 3 Gegentore kassiert hier. Ne? Heidenheim gewinnt 1-0 gegen Magdeburg. Uerdingen verliert 0-5 gegen Halle. Burghausen gewinnt 2-0 gegen Stuttgart. Nürnberg mit einem sachlichen 7-2 gegen Reden. Und Viktoria spielt 3-3 gegen Wolfsburg. Damit ist nur noch Reden komplett ohne Punkte. Auch eine Tordifferenz von 8-21. Magdeburg hat auch erst einen Punkt. Cottbus und Nürnberg sind auch auf den Abstiegsplätzen. Vor uns nur Sandhausen und Mainz. In der Torjägerliste der Freistoß-Experte Clemens in der Top 5. In der Scorerliste ist er auf Platz 11. In der Elf des Tages ist er auch zusammen mit Dürf und Mertens. Gerade die Abwehr ist im Moment auch das Prunkstück hier. Ja, dann gucken wir uns mal. Ja, 15 Wochen Verletzungspause für Schula. Da wird er erst in der Rückrunde wieder da sein. In der Heimtabelle. Gut, dass wir so stark auf der OM-Position aufgestellt sind. Ob wir dann weiterhin mit zwei Zehnern spielen, muss man gucken. Vielleicht auch mit zwei Stürmern oder zwei Sechsern. So, wir sind ja flexibel. So, wir stehen in der Heimtabelle auf Platz 5. In der Auswärtstabelle noch perfekt auf Platz 3. Tabelle erste Halbzeit Platz 1, da sind wir die Besten. Tabelle zweite Halbzeit auf Platz 2, da sind wir auch fast die Besten. Die Tabellenführung ist nah. In der Regionalliga Nord haben wir oben Braunschweig und Münster, unten Bremen, Brochtersen, Assel, Wuppertal und Rödinghausen. In der Regionalliga Süd haben wir oben Aue und Unterhaching, unten haben wir Garching, Bayern 2, Fürth und Ulm. In der Bundesliga haben wir oben Dortmund, Dresden, Schalke, Bayern, HSV und Freiburg. Die Dresdner waren im Pokalfinale, haben sich aber auch, glaube ich, so für das internationale Geschäft qualifiziert. Auf den Abstiegsplätzen Berlin, Regensburg und Leipzig, also Berliner AK, muss man jetzt wieder dazu sagen. Zwei Hauptstadtclubs hier in der Bundesliga. Wir haben bisher knapp 400.000 Euro Gewinn gemacht in dieser Saison, in der letzten Woche 136.000 Euro. Vorstand ist begeistert. Beim nächsten Mal spielen wir gegen Stuttgart, gegen Bochum und gegen Halle. Gegen Bochum wird es natürlich
besonders interessant. Bochum, Halle und Stuttgart, die stehen auf 13, 12 und 11. Die stehen alle hintereinander. Gucken, ob wir weiterhin perfekt punkten. In diesem Part war es perfekt. Dementsprechend fühle ich mich auch perfekt. Und ja, ich hoffe, ich sehe Sie beim nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bye, bye.